Wunderschönen guten Tag. Es wird Zeit, dass wir uns ein paar Befehle anschauen, und zwar ein paar Befehle, die wir in der Shell ausführen können. Und uns interessiert jetzt eigentlich besonders eben Unix und Linux in diesem Bezug. Schauen wir da mal rein. Und womit beginnen wir da? Ja, wir beginnen, da gibt es ganz schöne Listen davon. Gell? Okay, also das habe ich nicht erfunden. Das Ganze, das ist ja ungefähr so alt wie ich bin, gell? Und viele Dinge sind vorher entstanden, gell? Ja, viele Dinge auch in der Zeit, in der ich war, gell? Okay, ja, und da gibt es auch so schöne Listen, gell? Das, ja, eigentlich nicht, gell? Also jemand sagt, Google ist dein Freund und Helfer, gell? Ich sag, ja, Wikipedia ist unser Freund und Helfer, gell? Und es gibt so ganz schöne Listen und Beschreibungen, gell? Hier gibt es dann auch die Möglichkeit, gell, dass man da das eine oder das andere vielleicht noch ergänzt, gell? Hier gibt es nicht dazu allem etwas, gell? Und ja. Hier oder ja, Unix-Kommando, geil, also eine andere Liste, geil, und dann noch ja, Beschreibung der Unix-Shell selbst, geil, was es ist, geil, was wir eigentlich schon definiert haben, geil. Okay, ja, und da wollen wir jetzt mit etwas beginnen, das ist recht nützlich, und zwar es gibt mehrere Möglichkeiten unter Unix-Linux-Systemen irgendwo an Hilfe zu kommen, gell, an Beschreibungen zu kommen. Gell. Und das ist heute oft nicht mehr so geschätzt, gell, weil ganz viele einfach ja, Google den ganzen Tag offen haben, und wenn sie etwas suchen, geben sie es in Google ein, und der Google wird uns schon helfen. Gell. Okay, das ist zwar sehr nützlich, gell, aber gerade im Unix-Bereich bekommen wir vom Betriebssystem schon ganze Hilfesysteme mit, gell? Und ja, und einige sind ja, berühmter, gell, bekannter, andere sind elementarer, gell, aber trotzdem manchmal nützlich, gell? Und das, was ein ganz so kleines, feines Instrument ist, gell, ist das Apropos. Gell? Also dieses Apropos, das sagt dann, ja, das hat das und das, gell? Also das sagt irgendwo eine kleine Information zu etwas, gell? Oder zu etwas, wo man das, was man jetzt eben angibt, dann irgendwo im Namen findet, gell? Wollen wir das mal probieren, apropos, gell? Gehen wir mal schauen, gell? Also apropos, gell? Apropos if config. So, dann sagt er, aha. If-Config, das ist zur Konfiguration einer Netzwerkkarte da, gell? Okay, also er sagt die Netzwerkkarte in der deutschen Übersetzung, gell? Also irgendwo eines Netzwerkinterfaces sollte es heißen, also nicht nur eine Karte, gell? Oder ich sage jetzt da apropos Stadt, gell? Oh, puh. Überall dort, wo irgendetwas mit Stadt findet, gell, gibt er jetzt aus, gell? Und da hat er jetzt sehr, sehr viel gefunden, gell? Nicht if-config war sehr eindeutig, gell? Statt hingegen nicht so, gell? Also statt findet er in sehr, sehr vielen ja, Orten, gell? Und ja, und insofern jetzt unsere Wahl, wo weitersuchen, gell? Okay. Ja, also, apropos, ist oft nützlich, um wenn man irgendetwas sieht und man weiß gar nicht, was es ist, gell? Also dann kann man mal mit einem Apropos schnell mal fragen, oder wenn ich nicht weiß, wo suchen, gell? Dann bekomme ich hier etwas, und zwar ich bekomme die Manpage zu dem dazu, gell, was er hier findet. Und jetzt sind wir eigentlich beim nächsten Hilfesystem, gell? Und zwar bei den Manpages. Und die Manpages, das ist, hier steht, das ist das wichtigste Hilfesystem unter Unix und Linux. Die Manpages unter Linux, ja, die leiden manchmal etwas an Freiwilligkeit, an Leuten, die daran schreiben, gell, das ist schade, gell. Aber in generell sind die Manpages eine sehr, sehr wichtige Quelle und Dokumentation. Nicht nur
für die Befehle, die ich interaktiv benutzen kann, sondern eben auch für irgendwelche Funktionen von Programmiersprachen, von C zum Beispiel, gell, oder auch von System Calls des Systems, also irgendwelche Aufrufe des Betriebssystems, die ich benutzen kann, gell, oder sogar Dokumentation über das Betriebssystem. Gell. Also Demand Pages sind das wichtigste Dokumentationsinstrument, gell, unter Unix, das man eben dann auch unmittelbar benutzen kann. Und das ist eigentlich schon eine feine Sache, gell? Mhm. So, dann gibt es Help. Help ist ein ja, Shell-internes Instrument, gell? Zur Dokumentation von internen Befehlen. Jetzt mal was versuchen, machen wir mal Help ls, gell? Und ls nicht. Machen wir, ls ist nicht intern. Machen wir help cd. Nix hält. Help. So. Ah, okay. Also cd ist ein interner Befehl. Das heißt, cd ist nicht ein externer Befehl, der als Programm irgendwo herumliegt, sondern einer, der in der Shell implementiert worden ist. Gell? Und solche interne Befehle, die es intern in der Shell gibt, gell, die kann man also mit, ja, dazu gibt es dieses help. Gell? Also schauen wir mal, kann ich help machen und ich bekomme etwas zu help. Gell? Ja. Im Vergleich zu den Manpages ist Help ja, etwas magerer, gell, eingeschränkt auf diesen ganz speziellen Zweck. Gell. Aber es gibt auch nicht mal eine Manpage dazu. Gell. Gell, aber zum Beispiel, ja, ja, zu CD gibt es dann auch eine Manpage. Gell, und zu der CD haben wir gesehen, gibt es auch ein Help. Okay, was ist denn das Bedeutsame? Das Bedeutsame ist, das sind die Man-Pages, gell? Und nichtsdestotrotz, die interne Dokumentation ist nicht zu vergessen. Und was interessant ist, die Man-Pages, die gibt es unter Unix, gell? Unter den jüngeren DOS-Versionen, irgendwann mal, hat die Microsoft ein Help eingeführt. Und das Help-System gibt es unter den jüngeren DOS-Versionen zum Beispiel, gell? Mal ist man dort, macht, ja, Help dir. Help irgendetwas und man bekommt dann eine Hilfe dazu. Okay, ja, feine Sache, gell? Mhm. Vor allem, wenn man keine Man-Pages hat. Und dann haben wir noch ein Hilfesystem, und zwar das GNU-Hilfesystem. Gell? Es gibt also Software, die sind ja, in den Man-Pages etwas dokumentiert, aber es gibt dazu noch die Infoseiten von GNU, galt für GNU Software, und diese Infoseiten, die sind sehr häufig viel ausführlicher, gell, als die Man-Pages, gell? Mhm. Okay. Ja, von diesen vier Möglichkeiten der Dokumentation gell, sind die Man-Pages sicherlich die wertvollsten überhaupt, gell? Und die meisten und besten dokumentiert sind von diesen da und am Umfang am allgemeinsten, gell? Aber nichtsdestotrotz sind die anderen auch mal nützlich, gell? Und ja, jetzt schaue ich mal, in der Schule zeige ich da immer etwas, und zwar kein Conqueror da. Nein. Ja, der Conqueror, das ist ein Browser aus dem KDE, und der Conqueror kann etwas, der kann mit Man-Pages umgehen, gell? Und der kann in den Man-Pages drinnen browsen, gell? Und das dürfte da nicht funktionieren mit dem Firefox, gell? So, also, aha, also er erlaubt mir, so Hilfe zu starten, existiert nicht, nee, geht nicht, okay. Also, na, funktioniert nicht, schade. Also auf jeden Fall, dieses
dieser Conqueror, der würde mir erlauben, innerhalb des Browsers dieses Mann zu öffnen und dann dort drinnen durch die Seiten der Man-Pages zu browsen mit der Maus, gell? Durch alle installierten Man-Pages des Systems, gell? Also wenn wir mal wieder in der Schule sind, dann werden wir das ausprobieren müssen, gell? Wie man mit der Maus durch die Man-Pages hier navigiert, gell? Okay, ja, folgendes, das probieren wir jetzt aus, gell? Und je nachdem, welche Man-Pages ihr so alles installiert habt, gell? Also kann man mehr oder weniger abfragen, gell? Und ich schaue jetzt mal nach, wenn ich jetzt da die Package, gell, minus L mache, da habe ich die ganze Liste aller bei mir installierten Pakete. Und wenn ich jetzt filtere, also Pipe, gerade Strich, Crep, Man, so, dann bekomme ich die installierten Man-Pages, gell? Und ich habe hier nicht so viele, gell? Aber ich habe halt doch ein paar, gell? Also es sind mal die Standard-Man-Pages und dann die Standard-Man-Pages, die deutschen Übersetzungen, gell? Und dann habe ich diese Dev, gell? Also die Developer-Seiten, gell? Und davon die Übersetzungen, die übersetzt sind. Und dann noch diese standardisierten Funktionen und Artikel, also die Man-Pages, die hier eben dokumentiert sind in diesem Basics-Bereich, gell? Und wenn ich jetzt da zum Beispiel mal da hineinschauen möchte, was da drinnen ist, dann mache ich die Package minus, und jetzt nicht klein L, sondern groß L, und dann muss ich angeben, was ich da anschauen will. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel die Package minus L Man Pages minus Basics angebe, gell, dann bekomme ich die Dateiinhalte zu diesen Geschichten, die alle in diesen Basics drinnen eben dokumentiert sind. Gell. Und ja, da sehe ich, da ist schon sehr viel drinnen. Und etwas, was sehr interessant ist, da steht Man 1, gell. Und da ja, ist nichts anderes drin, sind alle Man 1, gell? Schauen wir danach, da gibt es auch solche, die sind und auch in anderen Kapiteln drin, gell? Also, wenn ich da zum Beispiel dieses MV jetzt anschauen will, machen wir mal Man MV, MV, so, dann kommt MV im ersten Abschnitt, gell? Ist jetzt das gewesen. Und wenn ich Man CD, weil eben das da ist, also da müsste jetzt stehen 1 Basics, gell? Gehen wir mal schauen, ob wir das da so explizit angeben können. 1 Basics MV. Genau. Okay. Wenn ich also den Abschnitt angebe bei Man, dann kann ich einen Abschnitt auswählen und bekomme dann die Man-Page zu diesem Abschnitt, gell? Und das ist dann okay, oft sehr fein, gell? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal machen Man und wir wollen printf, gell? Die Man-Page zu printf, printf also hat eine C-Funktion, gell? Die wir kennen, und wenn ich da jetzt hineingehe, gell? Dann ja, ist zwar irgendwie ein bisschen bekannt da diese Sachen, gell? Aber ja, das ist nicht unsere Funktion, gell? Da steht dann printf, da Daten formatieren und ausgeben, ja, schon bekannt, gell? Aber, oh, Dienstprogramme für Benutzer, nein, Dienstprogramme für Benutzer, sondern für uns Programmierer eine Funktion suchen. Und da sehen wir, das ist im ersten Abschnitt, gell? Nein, das ist nicht das, was wir suchen, gell? Wir suchen jetzt ein printf, gell? Ja, bei den Bibliotheken oder so, Funktionen, gell? Da geben wir an Man 3 printf. Und wenn wir Man 3 printf angeben, da steht es printf im dritten Abschnitt, gell, der Man Pages, und da steht Linux Programmierhandbuch. Gell? Und das ist jetzt schon eine feine Sache, gell? Also da sehen wir, dieser dritte Abschnitt, gell, der ist für uns gemacht, gell? Also nicht für den Benutzer. Und so kann man jetzt die verschiedenen Abschnitte angeben, gell? Und je nachdem, wo man etwas sucht, bekommt man etwas für den Programmierer, etwas für den Benutzer, gell? Oder für die interaktive Arbeit, auch für den administrativen Bereich auf jeden Fall, bekommen wir sehr, sehr viel, gell? Zu diesen Man-Pages. Und ja,
probiert das aus, gell? Schau